könnte eine unangemeldete Demo sein. Ja, ich melde an. Ja, könnt ihr mal filmen. Kommt bestimmt gleich wieder zu uns. Video läuft schon. So. Wer fährt denn jetzt eigentlich in welchem Auto mit? Das ist vielleicht Ricardo, wer fährt bei dir nur mit? Weil die Sache gehört zu dir. Jetzt habe ich die beiden bei dir. Genau, und dann werden noch ein paar. Wollen wir? Marina, wir können alle eine Stunde anhalten. Die brauchen. Thomas fährt bei uns mit. Ja, aber du kannst ja nicht noch kürzer. Du kannst ja nicht noch alle 20 Minuten kürzer. Nee, weil du gesagt hast, alle halbe Stunde. Hat er gesagt, nee, aber 20 Minuten ist doch ein bisschen kurz. Kommt ihr doch nicht? Der kann. Hallo, ihr lieben Menschen hier auf dem Domplatz. Hier spricht Magdeburg, Sachsen-Anhalt.
in einer friedlichen Kundgebung mit Diskussionen und Anhörung von Teilnehmern, ob in die LED-Leinwand oder im offenen Mikrofon. Am offenen Mikrofon unter euch werden sein ich selbst, Kajo aus Alt-Hettstedt, Udo aus Magdeburg, wenn er nicht gerade ein Lied singt. Zeigen wir hier von Magdeburg aus, dass wir wieder ein geeintes Volk sein wollen in all seinen gesellschaftlichen Schichten, welches den gegenwärtigen Machthaber, unseren Regierenden, in diesem schönen Land den Spiegel vor das Gesicht hält und ausruft, genug ist genug. Wir, das Volk, sind das Souverän und wir lassen uns nicht mehr gefallen, was ihr als Marionetten einer Weltelite uns aufzwingen wollt. Nochmals, hallo Magdeburg! Ich höre euch nicht! Wir müssen lauter werden! Hier sollte eigentlich Barbara stehen. Sie ist leider heute verhindert. Und in Absprache mit ihr möchte ich was vortragen. Denn die Moderation wurde an die Emily und an mich, dem Tommy, übergeben. Wir werden euch durch den weiteren Ablauf und durch unsere Veranstaltung begleiten, wozu wir hier allen Anwesenden viel Freude und vor allem uns begleitenden Kindern, und ich sehe hier schöne viele Kinder, Spaß wünschen. Und dann habe ich noch die Aufgabe, euch unsere Auflagen vorzulesen, die sich sehr kurz halten. Das heißt, die Veranstaltungsleitung bittet euch, einen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, dass wir hier einen schönen Tag erleben. Genießt es, hört auf die Reden, erzählt sie weiter. Und an unseren Ständen gibt es Kaffee, Kuchen, Wasser, Brause, alles Mögliche. Daneben stehen Spendenboxen. Denn ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass diese Technik, die hier steht, nicht für ein Apfel und Ei zu bekommen ist. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch mit einer kleinen Spende für den Kaffee und den Kuchen und für die hier Organisatoren daran beteiligt. Und jetzt freuen wir uns auf Udo. Ja, ihr lieben Menschen, wir singen das Lied, die Magdeburger Hymne, die entstanden ist zwischen der zweiten und dritten Auflage des Infektionsschutzgesetzes mit den Lockdowns und unseren leider damals zu Hause eingesperrten Kindern. Ganz im Schluss, in einer letzten Strophe, möchte ich noch an die Menschen in den Katastrophengebieten erinnern. Magdeburg wird leben, so wie es mal war, bevor eine Lüge uns die Luft zum Atmen nahm. Als man die Kinder fröhlich lachend lernen sah, wo das Leben noch sein Lebensrecht besaß. Zwei große Katastrophen zerstörten die Stadt einst durch Krieg. Doch wurden die Menschen nie müde, haben dies mit Einigkeit besiegt. Noch 2020 nach Geburt Jesus Christ wurden Masken an Menschen gehisst. Viele vertrauen einander nicht mehr, weil das Menschlichsein
man heut vergisst. Magdeburg wird leben, so wie es mal war, bevor eine Lüge uns die Luft zum Atmen nahm. Als man die Kinder fröhlich lachend lernen sah, wo das Leben noch sein Lebensrecht besaß. Und jetzt kommt eine Zeile für Kinder. Mutti, heute ist mein Geburtstag und heute werd ich 7 Jahre. Mutti, komm heute meine Freunde, die ich lange schon nicht mehr sah. Ach Mädchen, schau doch mal nach draußen, siehst du nicht die Masken zuhauf? Dein Spielzeug, das konnte ich nicht kaufen, weil das Geld fürs Essen ich brauch. Komm, lass uns lieber leise singen, dass diese Zeit geht bald vorbei und keine Impfung uns findet. Sei doch lieb und wein nicht dabei. Nachmittag schaut das Mädchen zum Himmel und sagte, ach Herr, wäre das schön. Ich möchte mit Freunden doch nur spielen, doch der Herr ließ das nicht geschehen. Magdeburg wird leben, so wie es mal war, bevor eine Lüge uns die Luft zum Atmen nahm. Als man die Kinder fröhlich lachend lernen sah, wo das Leben noch sein Lebensrecht besaß. Magdeburg starb nunmehr 3-mal, Verbrecher haben's gründlich gemacht. Dass Menschen wurden entmündigt, ganz spontan über Nacht, dürfen kaum noch ihre Liebsten sehen. Nicht mal Alte dem Tode geweiht, kein fröhlich Lied mehr durch die Straßen schallt, Geschäfte standen einsam leer und kalt. Magdeburg wird leben, so wie es mal war, bevor eine Lüge uns die Luft zum Atmen nahm. Als man die Kinder fröhlich lachend lernen sah, wo das Leben noch sein Lebensrecht besaß. Wir werden das nun beenden, fällt diese Arbeit auch sehr schwer. Denn wir haben nichts mehr zu verlieren, das Recht auf Leben kommt wieder her. Und wer denn einig die Verräter treiben, aus ihren Bunkern, da holen wir sie raus. Das Volk allein wird entscheiden, dass ihr Spiel mit uns ist endlich aus. Wir Menschen werden leben, wie es mal war, und keine Lüge uns die Luft zum Atmen nimmt. Dass man die Kinder fröhlich lachend lernen sieht, wo das Lebensrecht die Traurigkeit besiegt. Und nun an die Menschen in den Katastrophengebieten. Rheinland-Pfalz wird leben und Westfalen auch. Wir werden unterstützen euch, denn das ist einfach deutscher Brauch, dass man die Kinder nicht mehr traurig weinen sieht, wo das Leben sein Leben genießt. Dass man die Kinder nicht mehr traurig weinen sieht, wo das Leben wieder sein Leben genießt. Alle Menschen werden leben, wie es mal war, und keine Lüge uns die Luft zum Atmen nimmt. Dass man die Kinder fröhlich lachen lernen sieht, wo das Lebensrecht die Traurigkeit besiegt. Die Magdeburger Hymne kann in jeder Stadt dieses Landes gesungen werden, weil alles darauf trifft, was ich hier gesungen habe. Dankeschön. Ja. Ich möchte sagen, wir müssen ja schon unter Mensch, ja?
Iserlohn. Ich komme aus Iserlohn. So, Iserlohn, weiter. Bei Dortmund. Also, ah, da, ich weiß schon, wo. Iserlohn. So, wir hatten gestern den 13. August. Freitag, der 13. Und wir haben hier heute den Michael Felten, einen Zeitzeugen, der etwas sagen wird und sagen will, weil, wie heißt es so schön, Wissen ist hohle Pflicht. Ja, hallo. Ich habe am 13. August vor 60 Jahren mit einem ziemlich dicken Kopf in meiner leergeräumten Bude gesessen. Das heißt, ich habe sie am 11. August in Schönefeld aus dem Zug geholt und eingesperrt mit, ich sag mal, vielen anderen jungen Leuten zusammen. Das war insofern ganz lustig, weil eben durch die Bude eben, die wir eingesperrt waren, in der Mitte eine Trennwand ging aus Hartfaser. Da waren lauter kleine Löcher drin. Und die Pärchen, die sich da eben da zwangsläufig getrennt waren, auf der einen Seite die Jungs, auf der anderen Seite die Mädchen, war es dann so, dass die sich durch die Bleistiftlöcher unterhielten und die nächsten Fluchtpläne schmiedeten. Nach anderthalb Tagen oder sagen wir mal nach gut 24 Stunden schickte man mich in einem verschlossenen Abteil mit anderen Jungs und Mädchen, nein, nicht Jung, nur Jungs, die Mädchen für sich, die Jungs für sich, nach Magdeburg zurück. Und ich war, wie gesagt, in meiner leergeräumten Bude und habe mich gefragt, was du? Ich war der letzte Mohikaner meiner Familie, wir waren fünf. Mein Vater ist nach der Kriegsgefangenschaft drüben geblieben, in der amerikanischen Zone, und ihm ging es leidlich. Meine Mutter war mit uns drei Kindern hier. Meine Schwester ist 1956 ausreisen müssen, Entschuldigung, 1953, nach dem 17. Juni. Sie hat gewagt, in Frankfurt-Oder als Bibliothekarin das Bild von Josef Vissarionowitsch Stalin verkehrt an die Wand zu hängen, also mit dem Gesicht zur Wand. Aber da sich die Sache drehte, musste sie die Kurve kratzen, und zwar ganz schnell. Sonst wäre sie in irgendeinem Lager oder Gefängnis gelandet. Das war das Schicksal meiner Schwester. Und 1956, nach der Geschichte in Ungarn, hat sich mein Bruder in die alten Bundesländer gemacht, in die damaligen alten Bundesländer gemacht und ist dort geblieben. Infolge einer Radtour ist er dann bei meinem Vater gelandet und hat dann eine steile Karriere bei der Bundeswehr gemacht. Und ich war dann mit meiner Mutter alleine und habe einen Handwerksberuf erlernt. Ich war Tischler. Und in einem sozialistischen Vorzeigebetrieb, einer Produktionsgenossenschaft des holzverarbeitenden Handwerks. Und nun das Desaster. Ich als Republikflüchtling und dann in einem sozialistischen Vorzeigebetrieb. Aber ich muss sagen, nachdem man festgestellt hatte, dass ich eben ein brauchbarer Mensch und brauchbarer Handwerker war, ist es mir gut gegangen dort. Und zwar insofern auch, als ich dann nach dem Mauerbau eben festgestellt habe, Mensch, was sollte denn eigentlich jetzt passieren noch? Erschießen lässt du dich nicht. Du machst das Folgendes, du machst jetzt hier deinen Tischlermeister, stellst dich zur Aufnahmeprüfung, und die ist hier diese Prüfung oder die Meisterprüfung ist hier recht billig im Osten, und im Westen kostet sie 8000 D-Mark damals. Aber das war es dann nicht allein, was mich dann hier behalten hat, über die vielen Jahre, die dann kamen. Und ich muss so sagen, ich habe das ohne Reue gehabt. Es ging mir hier gut. Ich habe meinen Meister gemacht. Ich arbeitete in dieser Firma, habe ich gut gearbeitet, habe ich gut verdient, habe ich schlecht gearbeitet, habe ich schlecht verdient. Ein Manko hatte ich allerdings noch. 1962 oder so kam die sogenannte Wehrpflicht. Und das war nichts für mich. Ich kann keine Befehle ausführen. Ich kann schon gar nicht auf einen Menschen schießen. Das
Was ich tue, tue ich freiwillig, aber das sowieso nie. Und das habe ich auch gesagt, hier dort in dieser Bude da hinten. Dort wurde ich gemustert und habe mich benommen wie Schweig oder Felix Krull zusammen. Habt ihr schon mal was von Felix Krull gehört? Ja. Nee? Nicht? Dann habt ihr was versäumt. Ihr müsst lesen. Ja, und das war mein Leben. Und ich habe, da ich sehr gut im Sport war, ich bin viel geschwommen und auch getaucht. Und so hatte ich über das Tauchen immer noch die Möglichkeit, mich dünner zu machen. Das heißt, ich wollte schwimmt das Land verlassen im Falle eines Falles. Aber der Fall deines Falles ist nie gekommen. Ich habe aber hier in der DDR eine der größten Sportgruppen im Wasserrettungsdienst der DDR damals geleitet und motiviert. Das hat mich auch selber motiviert und ich habe in diesem Rahmen dann meine Einstellung überprüft und ich bin Menschen begegnet, die ich nie sonst begegnet wäre. Ich bin einem Zellengewehrten von Julius Futschik begegnet. Der Mann ist Jaroslav Netolitsky. Futschik hat das Buch geschrieben, die Reportage unter dem Strang geschrieben. Und dieser Jaroslav Netolitsky war mit einer Frau zusammen, die in Stalingrad in Leningrad im Kessel war und fast verhungert wäre. Und ich habe von da an meine Einstellung überprüft. Und ich muss jetzt eins sagen, das hat bis heute angefangen. Ich habe zu lesen, das ist eine Sache, die mich heute eben auch noch umtreibt. Und ich bin erschrocken, was ich hier nach dieser sogenannten Wende, die keine war, sondern eine Restauration der alten Verhältnisse zugetragen hat. Ich möchte jetzt auch zu dem kommen, was eben heute ist. Ich gebe euch bloß zu denken, dass die kleine DDR 18.000 Büchereien hatte, Bibliotheken, 18.000. Da waren die 3.000 Wissenschaftlichen gar nicht dabei. Und die große BRD hat 8.300. Und damit sind wir noch beim Thema. Ich will aber jetzt mal ein bisschen auf mein Papierchen gucken und euch noch Folgendes erzählen, was ich in der DDR hatte und was ich heute nicht mehr habe. Erstens, eingeschränkte Reisefreiheit, aber völlige Angstfreiheit im öffentlichen Alltagsraum. Ist das so? Ja. Ja, das ist so. Zweitens, bescheidener Wohlstand, ohne jegliche Existenzängste. Drittens, limitierter Zugang zu westlicher Popkultur, dafür nahezu kostenlose Aneignung deutscher und internationaler Hochkultur. Dazu muss ich noch was sagen. Glaubt ja nicht, dass die große Büchervernichtung 1933 unter Adolf die größte war. Die größte Büchervernichtung war das, was die BRD mit der sogenannten Wiedervereinigung hier vollzogen hat. Es sind 100.000 Tonnen Bücher vernichtet worden, verbrannt worden, wie auch immer. Und dafür haben wir Schuldliteratur in erster Linie gekriegt. So, das war Nummer 3. Im täglichen Miteinander dominierten Solidarität, Respekt, gestaltete Umgangsformen, Solidarität und gesittete Umgangsformen. Fünftens, überbordende demokratische Mitwirkungskeit in der Arbeitswelt, die jedem einen Platz verfassungsmäßig garantiert hat. Sechstens, der zugegeben übermilitarisierte Staat beteiligte sich aber nie an verbrecherischen Angriffskriegen oder Aggressionen. Ich erinnere hier nur an Jugoslawien, der nachweislich hauptsächlich inszeniert wurde von der BRD-Seite, von der SPD und von den Grünen, Joschka Fischer. Und ich wünschte mir, dass diese Banditen dahin gehen, barfuß und nach der Uranmunition suchen und möglichst auch noch in die Minenfelder gehen, die sie dort hinterlassen haben. Danke. Morbide Dekamenz, systematische Verblösung
Hemmungslose Ausbeutung waren ungeläufig. Morbide Dekadenz, das will ich euch sagen. Ich bin da eben über die Otto-Vogel-Gericher-Straße gekommen und da habe ich diese Regenbogenschüsselchen gesehen. Es kotzt mich an. Unter anderem. Da muss ich dir recht geben, wir hatten diese Demo rund um diesen Platz und es hat mich persönlich erschauert, weil da sind so viele Straftaten auf dieser Straße, das heißt Verführung Minderjähriger. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, weil Michael Felten hat uns noch einiges zu sagen. Gut, dann bin ich beim Punkt 8. Kalkulierte Ethnienvermischung und permanente Unbeunruhigung, Einschüchterung des eigenen Volkes war unbekannt. Er hat ihm gesagt, ihr könnt hier nach 22 Uhr nicht mehr auf die Straße gehen. Das war zu DDR-Zeiten nicht möglich. Und ich muss euch so sagen, ich habe nichts gegen Menschen, die aus Rumänien hierher kommen. Und ich sehe das täglich fast in Neustadt, was da los ist. Müll in jeder Ecke, täglich wird der Müll geräumt. Täglich. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wer bezahlt denn das? Gut, ich bin nicht fremdenfeindlich, aber wer sich hier anpasst, der ist herzlich willkommen. Aber wer als Parasit hier leben will, da sage ich Dankeschön, nein. So, einer muss sich nun nach 45 Jahren feststellen, was mich am meisten schmerzt. Am meisten schmerzt mich, dass ich bei diesem Blödsinn auch noch 1989, der hier über uns gekommen ist, auch noch mitgewirkt habe. In der Hoffnung, es würde sich verbessern. Wir haben gedacht, dass wir so einen Status kriegen wie Österreich. Aber ehe wir darüber nachdenken konnten, war der Herr Kohl mit seiner komischen, mit seinem komischen Begrüßungsgeld und seinen komischen Bananen hier und die Leute sind drauf reingefallen wie sonst was. Und die Verblödung dauert ja heute noch an. Ich wünschte mir, dass die Leute aufwachen. Ich bin es. Ich habe nur in einem damals nicht mitgewirkt. Ich habe von vornherein versucht, Bücher zu retten. Und das mache ich auch noch heute. Ihr werdet niemals wieder die Bücher kriegen, die in der DDR verlegt wurden. Wenn ihr sie jetzt nicht noch irgendwo ersteht, ist es zu spät. Ich möchte euch noch eins auf den Weg geben. Und zwar... Sag was. Wisst ihr, wie wir damals miteinander, diese ganze Geschichte hier ist ja irgendwie entstanden, diese Phobie gegen die Russen und sonst wie. Damals 13. August, ich will noch mal einen Ulbricht-Witz erzählen, der typisch ist für die damalige Situation. Und zwar in dem Jargon, wie Ulbricht gesprochen hat. Wisst ihr noch, wie Ulbricht gesprochen hat? Ich weiß es noch. Na, dann mach ich mal. Obwohl es uns gelang, die Frühkartoffeln rechtzeitig in die Erde zu bringen, gelang es uns jedoch nicht, sie wiederzufinden. Ich möchte schließen mit einem aus der Hochzeit der Lysistrata, an Hans-Jürgen Refrisch. Ihr Herren, am Tag des Gerichts, das ist weg. War es eben weg? Ist es wieder da? Ja. Ihr Herren, am Tag des Gerichts, da wird ein Sturm entstehen und die Asche von unseren Häuptern wehen. Da splittert's, da zerbricht's, das Schurkenreich. Pünktchen, 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 Pünktchen von Athen. Welches denn noch? Das war's für heute. Danke, Michael Felten. Als Erster alle unserer Masken zeigen, was
Wahnsinn, was wir gemacht haben. Aber wir sind jetzt noch einmal am Start und wir reden jetzt und wir haben noch ganz gutes Publikum, 1000 Leute. Und ja, bleibt eine Minute und schreibt dann mal die Worte oder selbst mal die Worte gleich mal. Lasst uns nicht unterdrücken und steht auf die Freiheit. Wir hatten diese einzige Chance und wenn wir das bis zum Herbst und Winter schicken, wir ganz gerne nicht wieder ein. Riesiger Lockdown und wir werden dann irgendwie als Ungeimpfte, es ist keine Impfung, aber trotzdem, als Ungeimpfte werden wir nirgendwo mehr reinkommen. Also schließt euch zusammen an der Null, sorgt dafür, dass eure Nahrungsmittel versorgen, dargestellt ist. Ja, nehmt die Kinder aus den Schulen, aus den Kitas und draußen. Und so freut euch einfach, dass wir diese schwere Zeit überleben, denn es wird uns noch einiges bevorstehen. Lasst euch niemals irgendwo einsperren. Seid wirklich wachsam, seid mutig und lasst euch nicht nötigen und erpressen. Sie können uns nicht alles aufdrücken. Sie können nicht dafür sorgen, dass wir uns diese Giftspritze mal abweichen lassen. Die furchtbare Schäden hat, die wirklich viele Leute, das Menschen, das Leben jetzt schon kostet. Und es ist im Moment für mich ein bisschen schwer, mich zu konzentrieren, weil ich im Hintergrund hier die Anreden habe. Sorgt dafür, dass eure Kinder und eure Lieben überleben. Versucht so viele Menschen wie möglich zu retten und davon abzuhalten, sich diese Regelfeinde Experimenten dazu zu unterziehen. Seid wachsam und seid aufrichtig und seid mutig. Wir machen das auch hier. Wir haben vor der Aufstandsfähigkeit und wir wollen die Zukunft und 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 die Zukunft. Seid dabei nicht still, lass mit Freunden sich spielen, ohne Impfung lernen lachen und schrillen. Dann erwacht wieder Goslar, diese zauberhafte Stadt. Heimat soll sie uns sein. Wir gehen hier in Flaschen. Patrioten mit dem Glauben im Herz, der Mensch in Goslar wird bald wieder frei sein. Hat seit über 80 Jahren den Menschen fröhlich versandt. Und so sind wir in Zügen
Menschen auf dem Irrweg. Fahren durch die Harzwiegen, doch Freude sieht man dabei nicht. Wir sind nicht zu schnell beugen, wo immer ich untertan. Könne nicht mehr frei atmen durch Politiker. Gewidmet hat. Ja, das ist, jedes Mal rührt es mich zu Tränen. Jedes Mal gibt es mir Zusammenhalt. Ja, auch wenn es mal wieder geknallt hat bei uns. In jeden Friedensbewegungen knallt es. Aber richtig. Immer. Ich habe leider auch Gudrun heute nicht erreichen können von den Freiheitsboten. Sie wollte eigentlich hier sein, aber ihrem Mann geht es nicht so gut. Und sie grüßt euch alle ganz lieb. Und es wird und immer sagt, wir schaffen das. Aber wir schaffen das. Das ist richtig. Aber jetzt ist die Frage. In Thale, wir waren alle an einen Tisch. Leute, wir waren alle an einen Tisch. Wir hatten Meinungsverschiedenheiten. Manchen waren nicht auf Augenhöhe mit uns. Wer schafft das? Schade, dass sie in den Ruhestand geht. Aber leider sind sie auch nicht da, die auf Augenhöhe mit uns nicht. Also die konnten uns halt nicht in die Augen schauen. Das ist traurig. Was ich toll finde, ist, dass die Gelbwesten hier aus Berlin hier sind, um uns zu unterstützen. Und da muss man jetzt erstmal ein ganz großes Applaus für aussprechen. Weil das sind für mich Menschen des Widerstands. Weil sie stehen da. Die stehen am Reichstag, verdammte Scheiße nochmal. Wo sind wir da? Wir lassen uns vielleicht immer noch von einem gelenkten System lenken. Das muss aufhören. Wir brauchen das nicht. Wir sind genug Friedensbewegungen. Und das wollten wir hier heute ausdrücken, dass wir verdammt viele Friedensbewegungen sind. Alle mit dem gleichen Ziel. Was ist denn unser Ziel? Unser Ziel ist doch wieder das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und danach in die Souveränität zurück. Und ich sage euch, Leute, das geht nur mit 1871. Danke, ihr Lieben. Ja, gibt's da draußen noch eine Wortmeldung? Wir haben noch eine Wortmeldung. Ja. Unser Hartmut hier, der ja uns bei unseren Veranstaltungen in Hettstedt und Stassfurt immer mit seinen Liedern sehr beglückt, sag ich mal, und die auch sehr vorher gut erklärt und dann zwei, drei Strophen daraus vorsingt, aus Freiheitsliedern, aus Kämpferliedern. Ja, will mal ganz kurz was sagen. Kurzen Moment noch, gleich hinterher, wir haben eine Live-Schaltung da. Und zwar, da ist er, Magdeburg grüßt Leipzig. Ja, also, hallo! Ich glaube, da ist eine Störung drin. Hier in Leipzig ist die Hölle los, die Zahl, die zu erwarten. Also, alle Situationen, wenn sie unterdrücken, weil sie Angst haben vor der Wahrheit, die Angst haben davor, dass sie das Gefühl für euch auf Karten auf der Wand anbringen. Hat er getrunken? Ja, hat er bei euch jetzt. Wo war er? Bei mir. Ich hab auch mehr. Ja, mit mir war es lecker. Ich hab auch reden. Aber das ist so. Nein, das ist nicht so. Hat er den Köstchen gegeben? Ja. Oh, und der Paul will sein Leckerli essen. Dann kriegt der Abendbrot immer? 18 Uhr eigentlich, aber wieder am Essen da. Da gibt's die Mache, wenn wir essen, ist der auch. Ja, na logisch. Der kriegt ja, wir haben es so gemacht, wir haben Mausi einen Napf Trockenfutter und dann nochmal einen Napf Nassfutter. Ja, ich hab ja Katze, wa? Na, Mausi isst alles auf und schläft bis morgen Nachmittag. Und deine Schwester ist zu Hause oder was? Nee, die ist bei Christine und Frank. Ach, die ist bei meiner Tochter. Die machen Party. Die machen Party.
Ja. Na, die Bude ist ja leer komplett. Sie hat mir schon gesagt, also. Die haben aber noch vorher angerufen. Die haben gesagt, ja, Party machen, keine Ahnung. Ich war früher, ich habe in der Disco damals gearbeitet. Also ihn müssen wir abziehen, er hat kein Geld. Nee, er trinkt ja auch nicht. Ach so. Ja, das stimmt. Ich habe nur ein bisschen Kleingeld. Er trinkt nichts. Drück mal drauf. Okay. Felix, danke. Komm, Frieden, Freiheit, Souveränität raus. Hast du es gesehen? Wenn das so einfach wäre, wäre es geil. Ja, aber ich will überall nicht. Nee, besser, ich schlafe bei euch mit als wieder im Tiergarten heute Nacht. Ich meine, ich schlafe noch lang, oft genug im Tiergarten, ja. Ich habe noch ein paar Kabeltrommeln, muss ich abholen.